Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bei mir ist Nicole Fahrenkopf von Altmann Schmidt Bayern. Ich bin Moritz Mümmler und wir werden heute darüber sprechen, wie es denn so im Referendariat losgeht, wie das Referendariat denn so abläuft und wollten uns heute einfach mal ein bisschen darüber austauschen. Ich bin gerade frisch aus dem Referendariat und Nicole leitet bei Altmann Schmidt Bayern die Abteilung des Referendariats. Und die erste Frage wäre, wie genau läuft denn das Rep ab? Einen kurzen Überblick. Magst du da vielleicht mal anfangen? Ja, gerne. Also dann fange ich mal so ein bisschen an. Du kannst dann immer reingrätschen, wenn ich irgendwo was erzähle, was zumindest bei euch anders gelaufen ist. Vielleicht ganz kurz dazu. Also ich selbst war in Nürnberg im Referendariat. Du warst in Regensburg, ne? Genau. Genau. Und ich glaube, also der grobe Rahmen ist der gleiche. Das wird ja vorgegeben. Und dann gibt es aber so ein paar Lehrgänge, zum Beispiel Arbeitsrecht, Steuerrecht. Die sind so ein bisschen flexibel, werden die hin und her geschoben. Aber wie läuft es erstmal grob ab? Also man hat, ich sag mal, zwei Bausteine, die so nebeneinander herlaufen. Das eine ist die praktische Ausbildung und das andere sind die AGs. Und bei der praktischen Ausbildung ist es so, dass man erstmal am Zivilgericht ist. Das geht 5 Monate. Dann geht es in die Staatsanwaltschaft rüber. Dann geht man in die Verwaltung. Dann geht man zum Anwalt. Dann kommt das schriftliche Examen. Und dann ist eben die Wahlstation. Da darf man auswählen, welchen Bereich man machen möchte. Deswegen eben Wahlstation. Und danach ist dann die mündliche Prüfung. Und das heißt, da hat man eben dann beim Praktiker zu tun. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Ist sehr unterschiedlich, was die von einem haben wollen. Ne, manche spannen einen ziemlich viel ein, manche relativ wenig. Aber es gibt eine gewisse Anzahl an Pflichtaufgaben, die man halt machen muss. Und das heißt zum Beispiel am Anfang im Zivilgericht war es bei mir jetzt so, ich war beim Amtsgericht und ich habe mich mit meinem Richter echt gut verstanden und hatte da auch Bock drauf. Also ich war echt jede Woche einen ganzen Tag in der Sitzung. So viel muss man nicht machen, mir hat es halt Spaß gemacht. Mhm. Andere schreiben ihre 5 Aufgaben, so weißt du es auswendig? Es sind 5, glaube ich. Und ergänzend dazu ist es so, man muss nicht mal zur Star. Ich war beim Strafgericht, das heißt, ich war wieder bei Gericht. Ich würde empfehlen, zur Staatsanwaltschaft zu gehen, weil das doch nochmal fürs Examen ein bisschen besser vorbereitet, eine Abschlussverfügung zu machen. Bei mir ging es ans Strafgericht. Genau, und der Disclaimer, der mir noch eingefallen ist, das ist ja nur Bayern. Also ich nehme an, dass es in den anderen Bundesländern zumindest von den Stationen ähnlich abläuft. Ich kann es aber nicht garantieren, weil ich es einfach nicht besser weiß. Aber ja, das ist so der grobe Überblick. Genau, also ich glaube, die zeitlichen Rahmen sind teilweise ein bisschen unterschiedlich. Es ist nicht überall, in Bayern haben wir 20 Monate Referendariat. Mhm. In anderen Bundesländern ist, glaube ich, leicht unterschiedlich. Aber im Groben hat man halt diese Stationen, die sind vielleicht zeitlich ein bisschen anders verteilt. Und daneben eben der zweite Baustein sind die AGs, das heißt die theoretische Ausbildung. Ich fand es damals krass. Es war wieder so ein bisschen wie in der Schule, fand ich. Also total irgendwie, man trifft sich da morgens quasi im Klassenzimmer, momentan virtuell, aber normalerweise dann ja auch vor Ort und hat wirklich vorgegeben, Vormittag da seinen Unterricht. Da gibt es zwei verschiedene Sachen, sage ich mal. Also es gibt zum einen Lehrgänge, das heißt am Anfang eigentlich von jeder neuen Station hat man immer so einen Blocklehrgang. Zivilrecht sind, glaube ich, wirklich überall 2 Wochen am Anfang. Strafrecht sind sogar 4. 4 sogar, okay, krass. Also ich dachte, also mindestens... Mit einem einzigen Wochentag frei nur. Also da war wirklich getaktet. Das war echt, das war schon stressig. Wo wir gleich bei dem Punkt wären, wie zeitintensiv und stressig ist das Ganze. Genau. Also so, das passt gleich wieder zu der Frage. Also ja, 2 Wochen Zivilrecht, hast du gesagt, bei uns, wie gesagt, 4. Aber das variiert auch. Und genau. Ich persönlich habe das Ref total unterschätzt zeitlich. Also ich dachte halt wirklich so, ja cool. Also ich bin davon ausgegangen, es wird wie eine 40-Stunden-Woche, aber mehr vom privaten Lernen und nicht davon, dass ich in die AGs muss. Ich war auch in der Zivilstation jede Woche einen ganzen Sitzungstag bei meinem Richter. Der war auch sehr ambitioniert. Der hat wirklich von 8 Uhr morgens bis um 16 Uhr durchgepeitscht. Und es ist aber sehr unterschiedlich, also man sollte sich seine Ausbilder auch mit Bedacht auswählen. Ja, ich glaube, da kommen wir gleich eh noch zu, weil die Frage war auch so ein bisschen, wie man auswählen kann. Vielleicht bei mir noch so im Stress. Also ich glaube, jetzt auch so aus der Perspektive jetzt als Repetitorin, dass viele das unterschätzen, wie viel Stress es tatsächlich ist, weil man wird so ein bisschen rumgeschubst. Also es gibt Wochen, da hat man eben Lehrgang, teilweise dann auch mal bis 15 Uhr oder irgendwie so. Da ist klar, man schafft sowieso nicht mehr viel. Aber auch die anderen Wochen fand ich gar nicht so wenig. Also oft ist es so, dass man 2, 3 AGs hat, entweder Vormittag, manchmal Nachmittag pro Woche. Dann muss man aber ja eben beim Richter noch was tun. Wie gesagt, wir hatten jetzt beide welche, die viel verlangt haben, wo man halt wirklich jeden Tag reinkommt. Viele sagen auch, jede Woche ein
jeden Tag. Genau, jede Woche einen Tag. Viele eben machen es auch so, kommst halt einmal einen Sitzungstag mit, dann schreibst du mir noch 3 Urteile, dann ist gut. Aber das muss man ja auch noch machen. Ja. Und dann will man ja eben auch noch lernen, dann vielleicht noch irgendwie ein Rap oder muss man ja nicht. Aber also ich fand eigentlich schon, dass das recht voll ist. Und vor allem der Fehler, den ich finde, den viele machen, ist am Anfang erstmal so, oh, Gaudi-Ref. Ja, voll. Und aber dann wird es halt irgendwann richtig eng. Das kannst du halt leider empfehlen, so oft du willst. Man hört trotzdem nicht drauf. Das ist ja das Problem. Also ich wusste es vorher und habe dann zum Glück relativ zeitig die Kurve bekommen, nach einem halben, dreiviertel Jahr. Aber das ist schon zeitig. Jemand hat zu mir gesagt, er hat ab Tag 1 mitgelernt. Und ich war so, wie ab Tag 1? Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, da muss ich mich auch hinsetzen. Es ist stressig und wenn man vor allem sieht, wann die Repetitorien angeboten werden, nämlich am Wochenende und in Crashkursform, dann weiß man ganz genau, was nebenher möglich ist und was nicht. Nämlich am Wochenende ist, ja, wenn man die entsprechenden Lücken füllen möchte in den verschiedenen Rechtsgebieten, ist halt einfach Repetitorium. Und ich habe irgendwann mal im Internet eine Datei gefunden, in der drin stand, man soll sich so viel wie möglich um die Arbeitsgemeinschaft drücken. Ich persönlich kann das so empfehlen, wenn die Arbeitsgemeinschaft einem nicht zusagt. Und es gibt Mittel und Wege. Ich hatte irgendwann eine Attestpflicht. Ich war aber auch einfach ein Jahr lang wirklich, mir ging es echt nicht gut. Und das hat mir schon geholfen, mir hat auch die Covid-Situation sehr, sehr, sehr in die Karten gespielt. Es ist einfach mal komplett ausgefallen. Darüber kann man sich ärgern oder aber man nutzt die Zeit und lernt selbst. Aber alles in allem, es ist eine stressige Zeit. Aber wenn man von Anfang an dran bleibt, würde ich sagen, es ist machbar. Ja, und ich finde, also stressig würde ich absolut unterschreiben. Wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ist, wie viel Stress man sich halt selbst noch macht. Ne? Weil ich schon, es wurde dann auch gefragt, wie sieht es aus mit dem Nebenjob im REF? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil einerseits, man hat schon ziemlich viel auf dem Zettel. Vor allem, das ist so, man macht das dann alles und vergisst dann halt wirklich, man muss ja auch aufs Examen lernen, ne? Weil nur die AGs zu besuchen wird einfach nicht reichen. Man muss halt wie immer Übungsklausuren schreiben und so weiter. Und dann ist halt die Frage, ist da einfach noch Raum, auch noch einen Nebenjob zu machen? Ich finde es einerseits super wichtig. Ich habe auch sehr viel im Referendariat nebenbei noch gearbeitet, weil ich einfach so ein bisschen immer gebraucht habe, auch mal das anpacken und mal das wirklich auch machen. Ich habe auch gezielt mir immer Sachen gesucht, wo ich die Sachen machen kann, die ich auch fürs Examen brauche. Also jetzt nicht abgehoben wichtige Jobs, sondern ich habe gefühlt 1 Million Verkehrsunfälle gemacht nebenbei noch. Aber sowas kommt halt im Examen auch dran. Ich habe natürlich nebenbei bei Altmann auch schon gearbeitet. Und das ist eben das Zweite, weshalb ich glaube, ein Nebenjob kann sich lohnen. Man kann halt einen Fuß in die Tür kriegen. Also ich muss sagen, gebe ich auch ganz offen zu, ich wollte halt den Job bei Altmann haben und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt Gas geben. Und wenn ich im REF gucke, dass ich dann Fuß in die Tür kriege und die einfach sagen, hey, die macht das ganz gut so nebenbei, vielleicht macht ihr das auch hauptberuflich ganz gut, ist glaube ich nicht schlecht. Und ich höre auch viele, die nebenbei dann halt wirklich in der Großkanzlei arbeiten, und dann drücken die vielleicht auch bei der Note mal ein Auge zu, wenn sie halt wissen, dass man arbeiten kann. Voll. Bloß ich glaube, man muss halt auf der anderen Seite auch sehen, Nebenjob in Ehren, wenn die Note nicht passt. Ja, was halt schon seine Vorteile bringt, ist, wenn du einen juristischen Nebenjob ausführst. Ja. Da kann man gleich mal den Side-Fact droppen. Ich glaube, man braucht eine Punktegrenze. Ich glaube, du darfst nicht unter 5,25 Punkte. Wenn du da drunter landest, darfst du nur juristische Nebenjobs haben. Ansonsten, die sind immer genehmigungspflichtig, man bekommt es aber durch. Mhm. Und wenn du drüber bist, kann der völlig frei sein. Es geht aber um die Staatsnote. Der Schwerpunkt ist in Bayern da irrelevant. Genau. Da vielleicht auch noch ein Fact dabei. Ich habe auch nachgeguckt von Stunden her. Es ist so, also 9 Stunden nebenbei ist eigentlich nie ein Problem. Ist wirklich in so einer Verordnung geregelt. Und bis zu 14 Stunden nebenbei kriegt man eigentlich ganz gut genehmigt. Ich glaube aber auch, ne, weil dann manche sagen, oh, nur 14 Stunden. Wie gesagt, man hat noch was zu tun. Also ich würde jetzt auch keinen 20-Stunden-Job. Naja, also ich muss dazu sagen, ich wurde ja wegen meiner Selbstständigkeit gefragt, erstens, wie lange dauert das Ganze? Zweitens, wann wollen Sie das machen? Drittens, brauchen Sie Arbeitsmaterialien vom Staat dafür? Und viertens noch irgendwas anderes. So von wegen, werden Sie in Ihrer Tätigkeit beeinträchtigt? Ich habe lediglich zwei Stunden am Wochenende zwischen 16 und 18 Uhr am Samstag gearbeitet und natürlich keine staatlichen Materialien benötigt, dann bekomme ich auch einen Nebenjob durch, eine Selbstständigkeit. Also sowas geht. Die Frage ist, wer überprüft, wie viele Stunden man arbeitet? Die andere Frage ist wieder, ist es sinnvoll? Aber und ich glaube auch wirklich jetzt gerade, also ne, du hast ja was ganz anderes, aber gerade wenn es noch was juristisch ist, sind die da auch echt großzügig. Also ich muss auch wirklich sagen, weil ich habe ja dann nebenbei bei Altmann schon gearbeitet und ich habe
wirklich auch ein, zweimal die Situation gehabt, dass ich gefragt wurde, ob ich eine Vertretung machen kann und ich hätte eine AG gehabt oder so. Und ich habe das wirklich immer ganz brav abgeklärt, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn da was passiert, da gab es echt nie ein Problem, weil ich sage mir ganz ehrlich, besser können Sie Jura nicht lernen. Oder wenn ich in der Kanzlei mal irgendwo zu Gericht fahren soll, dann sagen Sie, machen Sie das, das ist super. Also ich fand das... Es war bei uns strenger. Wir durften auch nur mit triftigen Grund-AGs tauschen. Und nur wenn wir jemanden finden, der mit uns tauscht? Das schon, weil die halt so die Tauscherei unterbinden wollen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn die wirklich wissen, du willst jetzt wegen irgendwas mal tauschen, was dir in deiner Ausbildung was bringt, zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass sie einem Steine in den Weg legen wollen. Nee, das nicht. Also es ist auch so, das dürfte auch später noch kommen, ich behandle es jetzt schon mal, weil es gerade passt, inwieweit man zum Beispiel ein Studium nebenher haben darf. Das Ganze ist auch genehmigungspflichtig, aber das geht durch. Und man wird auch gefragt, ja, wie ernst wollen Sie das Ganze denn betreiben? Ich persönlich habe das wirklich nicht gemacht, aber es gab jemanden, der wollte halt einfach ein Semesterticket haben und oder wie auch immer halt immatrikuliert sein. Und da wurde dann gefragt, ja, wie ernsthaft wollen Sie das machen? Und die Person hat sich nicht so richtig getraut zu sagen, ja, es ist ein Spaßstudium. Dann hat aber das Gegenüber nachgefragt, ja, ist es wirklich nur wegen dem Semesterticket? Dann hat ein Jahr schon geholfen, dass man das durchbringt. Da kommt es halt immer darauf an, welche betreffende Person erwischt man, aber wie gesagt, die legen einem da keine Steine in den Weg. Und es ist nicht so wie beim Arbeitgeber, dass man da irgendwie vielleicht nicht, dass man da noch irgendwie Probleme kriegen könnte. Also das war schon sehr locker auch bei uns. Genau. Wenn ich da vielleicht bei dem Ticket einmal einhaken darf und so, weil die Frage mit dem Studium kam, glaube ich, sogar öfter, ist natürlich erstmal, finde ich, überhaupt keine doofe Idee zu sagen, ich mache noch irgend so einen Studiengang, wo ich halt keine Scheine schreiben muss und dann kann ich irgendwie in der Mensa essen, kann in die Bib und so weiter. Das hatte ich erlaubt, glaube ich. Ja, und ich weiß vor allem auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es unbedingt sein muss. Also bei mir ist es ja eine Weile her und so, na, aber ich glaube, also bei vielen Gerichten zum Beispiel gibt es auch Kantinen. Wenn es jetzt nur darum geht, dass man in der Mensa essen kann, dann kann man auch da essen. Da weiß ich auch nicht, ob es sich jetzt lohnt, für die Mensa irgendwo hinzufahren. Ich war nicht so der große Mensa-Esser, aber okay. Und als Referendar kriegt man sowieso einige Vergünstigungen, weil man ja noch in der Ausbildung ist. Das heißt zum Beispiel bei uns in Nürnberg war es auch so, das vergünstigte VAG-Ticket kriegt man auch als Referendar, nicht nur als Student. Das heißt, ich glaube, bevor ich mir den Stress antue, mir jetzt einen Studiengang rauszusuchen, würde ich halt vorher erst mal gucken, ob ich es brauche. Oder es wurde auch öfter gefragt, sollte man irgendwo hingehen, wo es eine juristische BIP gibt, da denken Sie natürlich erstmal an die Uni, aber was viele nicht wissen, in den Gerichten gibt es normalerweise Bibliotheken, die sind natürlich nicht so gigantisch ausgestattet wie an der Uni, ne? Aber ich bin zum Beispiel, ich hätte immer nach Erlangen fahren müssen in die BIP, in Nürnberg im OLG, die BIP ist super schön, da ist eigentlich, was man als Referendar braucht, fand ich alles drin. Viele Rathäuser haben auch juristische Bibliotheken, halt viel öffentliches Recht, aber die haben oft da richtig auch coole Auswahl. Also ich glaube, muss, glaube ich, zum Beispiel nicht zwingend sein. Ich bin, glaube ich, in der ganzen Zeit vielleicht noch einmal in die BIP an der Uni, aber jetzt weiß ich auch nicht, ob unbedingt wegen dem Referendariat. Also tatsächlich spannend zu wissen, hätte ich das Video mal lieber vor meiner Ref-Zeit deswegen gesehen. Deswegen machen wir's. Aber in Regensburg sind ganz viele in die BIP hoch. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob am Landgericht in Regensburg eine ist, aber das muss man halt immer irgendwie abchecken und gucken. Bei mir war es so, ich habe das auch mit dem Studiengang zu spät gecheckt und bin praktisch immer mit dem Auto gependelt. Hier ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr Fahrtkostenerstattung bekommt, 6 Monatsfrist. Ich hab locker 2000 Euro nicht bekommen. Warst du spät dran? Ja, naja, weil die Damen im Büro oben zu mir gesagt haben, bündeln Sie das einfach und reichen Sie das gleichzeitig ein. Ja, die haben halt nicht gesagt nach 6 Monaten oder innerhalb von 6 Monaten, sondern ich habe es halt nach 1,5 Jahren eingereicht. Ja. Ich habe gerade noch das Examen selber bekommen. Für 11 Tage habe ich da fast 300 Euro bekommen. Mhm. Und ich habe auch am Anfang, diese Berechnung ist ganz komisch und die macht ganz wenig Lust darauf, das zu machen, weil am Anfang hat es so für mich ausgesehen, dass ich für 140 Kilometer 6 Euro bekomme. Und aber im Nachhinein waren es halt fast 30 oder so. Also wow. es war ein gewaltiger Unterschied von dem, was man glaubt, berechnet zu haben, zu dem, was am Ende rauskommt. Und das ist alles so ein bisschen shady, schwierig. Halt immer leider, ne? Formulare ausfüllen ist im Ref echt kein Spaß. Also kurze Vorwarnung auch, ich habe mir jetzt extra nochmal die Anmeldeformulare von den verschiedenen OLGs angeguckt. Sie sind alle nicht besonders übersichtlich. Also da muss man sich leider ein bisschen dran gewöhnen. Und ich habe zum Beispiel die Reisekosten nicht gern gemacht, weil ich habe es echt nicht probiert, wie es geht. Das war nicht so schwierig. Du musstest dich eine Unterschrift holen, ja. Aber du musst halt jeden Zettel einzeln einreichen. Aber jedenfalls so viel mal dazu. Super spannend, weil wir haben jetzt schon Nebenjob geklärt
Und so ein bisschen das Lernen, wöchentliche Zeiteinteilung vielleicht noch kurz. Bei mir war es so, AGs waren, ich hätte geschätzt, 2 bis 4 Mal die Woche. Mhm. Steht übrigens sogar wirklich auch in den Merkblättern, also 2 bis 3 Mal soll der Normalfall sein. Ne, gibt mal eine Woche, auch gerade wenn was verschoben wird oder so, aber würde ich sagen, muss dann wohl bayernweit zumindest so sein. Und dass man zumindest die vielleicht nicht aus Bayern sind, nicht ganz abhängen oder vielleicht auch woanders hingehen wollen. Weil ich habe zum Beispiel ein paar ehemalige Teilnehmer aus Würzburg, da geht ganz gerne immer mal jemand auch nach Fulda, weil es halt einfach vom Fahren nicht so schwierig ist. Das ist dann Hessen. Die sagen, es ist recht ähnlich. Also ich glaube, das ist in ganz Deutschland relativ ähnlich. Ja, was halt schon spannend ist, ist, je nach AG-Leiter geht das Ganze eher schnell oder langsamer. Also wir hatten wirklich Bandbreiten von der Klausurbesprechung von 1 Stunde bis 7 Stunden. Also es ist wirklich, diese Bandbreite ist irre. Und das ist halt auch echt, man kann sich da auf manche richtig freuen, auf manche gar nicht. Bei manchen hatte ich schon die Ausrede parat, ich habe einen Arzttermin, ich muss irgendwie nach 4 Stunden los. Bei anderen hast du dich wieder geärgert, weil wenn du 1,5 Stunden Auto fährst für 1 Stunde Besprechung, fragst du dich halt so, ja, gib mir einfach die Lösung und gut ist. Also das ist unterschiedlich zu Gericht, wie gesagt, so 1 Mal die Woche eigentlich maximal. Ja. Auch da kann es variieren. Lernzeit ist der komplette Rest. Also stellt euch auf einen 6-7-Stunden-Tag ein, 6 Tage die Woche, und dann seid ihr echt gut bedient und dann ist das auch machbar, ehrlich gesagt. Da vielleicht noch ein Tipp, weil du ja vorhin schon gesagt hast, ist tatsächlich, also muss ich im Nachhinein auch sagen, nicht unnötig in AGs reingehen, wenn sie nicht gut sind. Ne, man muss aufpassen, irgendwann gibt es mal Ärger, wenn man zu viel fehlt. Ich habe ja einen vorletzten Termin bekommen und danach habe ich eine Freistellung bekommen, weil ich ins Ausland bin für die Pflichtfachpraktikum, obwohl das alles über Zoom war. Also Ausland war übrigens Österreich. Und es war über Zoom, also keine verschiedenen Zeitzonen. Aber wenn ihr in Pflichtfachpraktikum ins Ausland geht, bekommt ihr eine Freistellung. Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Eben, da kann man so ein bisschen was drehen. Also bei den AGs, glaube ich, muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ich finde gerade auch in der praktischen Station mal bei den älteren Jahrgängen quasi umhören, weil es gibt immer so Ausbildungsstellen, wo man dann schon weiß, da kriegt man nicht viel zu tun. Das kann aber natürlich auch mal ändern, ne? Bei uns Gerüchte, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber bei uns war es zum Beispiel immer so, dass klar war, wenn man in der Verwaltung zum Landratsamt geht, kriegt man eher wenig zu tun. Wenn man zur Stadt geht, kriegt man eher viel zu tun. Oder es war klar, es gibt das Dingsbumsamt, die wissen gar nicht, was sie mit dem Referendar machen sollen. Da hat man wenig Arbeit oder so. Und ich glaube, da sollte man sich einfach so ein bisschen umhören und ich glaube auch sich trauen, das anzusprechen. Also man macht es normalerweise übrigens, das ist ganz wichtig, finde ich, wenn man jetzt zugewiesen wird, das ist so, am Anfang kriegt man zum Beispiel gesagt, sie sind zugewiesen an dieses und dieses Gericht, zu diesem und diesem Richter. Da meldet man sich gefälligst, und zwar allerspätestens am ersten Tag, wo man da zugewiesen ist. Die werden manchmal richtig stinkig, wenn man sich erst nach dem Einführungslehrgang zum Beispiel meldet, weil die halt sagen, ey, du bist bei mir hier zugewiesen ab 1.4. und meldest dich 2 Wochen später, was ist denn bei dir los? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man da wirklich auch offen anspricht, natürlich höflich und so weiter, ne? Aber dass man mal so durch die Blume sagt, übrigens für Ihr Rechtsgebiet habe ich jetzt nicht so ein brennendes Interesse und ich muss ganz schön viel lernen, wie oft wollen Sie mich denn sehen? Also da hat das Verwaltungsrecht vielleicht netterweise zu mir gesagt, okay, dann müssen Sie auch nicht so oft kommen. Bei meinem Zivilrecht, da habe ich ganz offen gesagt, ich habe da richtig Bock drauf, ich komme gerne. Und dann, also normalerweise nehmen die da auch schon so ein bisschen Rücksicht drauf, und das heißt, dann kann man zumindest da in der Praxis vielleicht so ein bisschen auch arbeitslos werden, dass man ein bisschen Zeit zum Lernen hat. Oder ganz wichtig finde ich zum Beispiel gerade beim Anwalt, weil das ist zum Schluss ja sehr lange. Vorher abklären. Genau, und es sind glaube ich 9 Monate, ich weiß es nicht auswendig. 8 oder 9. Genau, nee, da müssten es glaube ich 9 sein. Und da haben die Anwälte, wissen das ja, das ist dann direkt vom schriftlichen Examen, und da kann man oft zum Beispiel, ich habe gesagt, ey Leute, am Anfang komme ich von mir aus, jeden Tag ist mir völlig egal, aber ich will die letzten 3 Monate echt Zeit haben zum Lernen, und dann ruft mich bitte nur noch an, wenn die Hütte brennt. Das war überhaupt kein Problem. Ich wurde auch gefragt, ob ich tauchen will. Also so wichtig, Richter ist keine Berufsbezeichnung, die man mit zum Titel dazu nimmt. Also der Herr so und so bleibt der Herr so und so, nicht der Richter so und so. Das habe ich am Anfang, weil es mir keiner gesagt hat, war ich halt so, ja, Herr Richter so und so, und er mich halt war halt so, das brauchen Sie nicht dazu sagen. Es war ein bisschen unangenehm, ich würde euch einfach empfehlen, lasst es einfach weg. Einen Doktor- und einen Professortitel natürlich dazu, so versteht sich von selbst. Am besten auch, wenn es keinen gibt. Besser. Ja, lieber mal ein zu viel als ein zu wenig. Ansonsten wurde gefragt, ob die Juristen auch so ausgebeutet werden wie die Lehramtsstudenten. Ich muss sagen, ich persönlich habe mich gefragt, warum ich Geld bekomme.
Also ehrlich, ich habe den Grund darin gesehen, dass sie mich zwingen können, zur Arbeitsgemeinschaft zu gehen. Es war wirklich so ein bisschen, da habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich dachte mir so, ja, die macht das nur, um mich zu zwingen, damit ich jetzt in die AG gehen muss. Allerdings, wenn man dann wirklich auch was machen muss, gerade für in der Verwaltung oder im Gericht, kann das anders aussehen. Das ist aber, ich würde sagen, ausbilderabhängig und ja nur insoweit relevant, als man 1-2 Tage die Woche beim Ausbilder ist. Mhm. Weil für die AG, ja, das ist ja eine Lehrveranstaltung, da wird man nicht ausgebeutet. Nee. Also ich würde auch sagen, jetzt so, ne, ich habe ja schon ein paar Jahre jetzt auch einfach mit Referendaren zu tun, ganz selten habe ich das mal gehört, dass man irgendwie einem Ausbilder zugewiesen ist. Also ich hatte mal einen, der war irgendwie bei einem Amt und musste gefühlt pro Woche 200 Bescheide raushauen. Boah. Das war ein Massenverfahren und so. Und der hatte gesagt, das war jetzt auch nichts so Kompliziertes oder so. Aber da war halt klar, die haben halt eine billige Kraft gebraucht, die das alles macht, da irgendwie immer die Namen einzusetzen und die Tatbestände oder so. Ja, aber echt, das habe ich in 10 Jahren vielleicht 1-2 Mal gehört. Die allermeisten, muss ich auch sagen, jetzt gerade so die Ausbilder, die geben sich schon auch Mühe und wollen einem was beibringen. Und klar hat man mal mehr zu tun, aber ich würde sagen, Ausbeutung fand ich nicht. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch schon keinen gehört, dass ich ausgebeutet. Ich meine, man verdient jetzt nicht die Welt, aber man wird ausgebildet. Es ist trotzdem für mich relativ viel. Das sollten wir vielleicht nochmal sagen, weil du weißt es genau. Bei mir in Bayern war ja ganz genau immer so schwierig, weil wir hatten auch einen Gehaltssprung drin, wir hatten eine Erhöhung drin um 100 Euro. Das hat dann irgendwann ein Referendar gesagt, wir kriegen jetzt mehr, und wir waren alle so echt, haben wir gar nicht mitgekriegt. Also reicht bei mir waren es 1,4 netto, glaube ich. Oder eine 1,3 netto. Es kommt aber natürlich dann wieder darauf an, welche Steuerklasse habt ihr außerhalb dessen. Ich habe natürlich noch so Einkünfte gehabt. Da ist es auch so, ihr müsst die am Anfang angeben und die können die Gehälter mindern. Das ist relativ ekelhaft sogar, weil die bis 55% mindern können. Wonach die feststellen, wie viel ihr verdient habt und so, wenn ihr zum Beispiel einen älteren Steuerbescheid, weil es keinen aktuellen gibt, eingereicht habt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass da eine Schnittstelle zum Finanzamt ist. Hm. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich musste, weil ich nebenbei bei Altmann schon gearbeitet habe, ich musste schlicht und ergreifend versichern, dass ich da nicht mehr verdiene als im REF. Und die haben halt gesagt, wenn ich in die Nähe komme, muss ich Bescheid geben, weil dann fangen die quasi an, drüber nachzudenken. Und die haben das dann monatsaktuell quasi abgefragt. Okay, also daran, also sowas wüsste ich jetzt nicht, dass ich unterschrieben habe. Also wahrscheinlich haben sie bei dir gedacht, der verdient bestimmt eh. Der schaut so ärmlich aus. Hier steht etwas Angst vor Blamage im Referendariat. Ich nehme mal an, was die Arbeitsgemeinschaft angeht oder vom Ausbilder. Das Problem ist, ja, ich würde sagen, das ist typenabhängig und man ist da in der Gemeinschaft. Allerdings wird man mit der Gemeinschaft auch relativ schnell warm. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Bei mir war die Gruppe eher ein bisschen unterschiedlich, nicht ganz so homogen. Bei anderen Gruppen ging es schneller. Ja, die haben sich eher gegen den Ausbilder verbündet, als dass die irgendwie voreinander Angst hatten. Auch so eine AG-Fahrt hilft. Oh ja, fahrt bloß mit. Ja, ich bin nicht mitgefahren. Was? Ja, ich habe halt danach gemerkt, das war dass so alle, gut. Ja. Also echt, da habe ich bis heute Freundschaften. AG-Fahrt würde ich sagen, überlegt nicht, fahrt auf jeden Fall mit. Klar, es ist eine Woche, es kostet vielleicht irgendwie, also ne, man organisiert das ja selbst. Das Geld ist eigentlich gar nicht so, es war nicht teuer. Wurscht, das meiste braucht man für Alkohol, ist ja ganz klar. Aber ich fand es echt cool. Und es war wirklich auch so, da haben sich dann nochmal Lerngruppen zusammengetan und so. Also die würde ich, das tolle Erinnerungen, Leute, wenn ihr mich gerade hört und seht, es war echt eine coole Zeit in Prag. Nee, also würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube auch mit dem Blamieren, also ich glaube in der AG, klar, da sitzt immer einer drin, der alles weiß. Aber nee, man hat auch schon dumme Antworten. Was habe ich an dummen Antworten gebracht? Ja, ich auch. Aber es ist halt schon lockerer. Es ist auch, so wie gesagt, wieder so ein bisschen wie in der Schule. Wenn man Angst hatte, in der 9. Klasse sich zu blamieren, wenn man in Deutsch irgendwie eine blöde Antwort gebracht hat, dann wird das auch jetzt noch der Fall sein. Ja. Aber es ist trotzdem familiär. Und ich persönlich habe keinen Grund gesehen, irgendwie großartig Angst zu haben. Es waren schon viele dabei, die besser waren. Das muss man schon so sehen. Ja, aber ich finde, da ist es ja auch immer so. Also keine Ahnung, dann gibt es den einen, der weiß halt im Zivilrecht alles und dafür weiß ich mal was im Strafrecht. Ich glaube, da sollte man sich nicht so einen Kopf drüber machen. Und mir fällt dazu noch was ganz Krasses ein. Ich wurde danach von Leuten, die ich nicht kannte, weil ich ab und zu in anderen AGs drin war, denen habe ich halt so gequatscht gehabt und dann waren die so, ja, bei dir hat man immer das Gefühl gehabt, du kannst alles. Und ich war halt so, ja, ist schön, wenn ihr dieses Gefühl hattet. Also erstens haben zu der Zeit meine Noten was anders gesagt und zweitens ich auch.
Und meine vermeintlich saudummen Antworten, wo ich mir gedacht habe, Hilfe, das war halt gar nichts, haben gar nicht so dümmlich auf andere gewirkt. Also genau. Da macht man sich oftmals auch selber mehr Kopf, als es dann tatsächlich gut ist. Ich weiß auch nicht, wie das bei dir war, aber ich fand das ganz krass. Ich fand an der Uni, also ich weiß noch, ich habe angefangen zu studieren, da gab es dieses Gerücht, ja, Jurastudenten sind die Letzten, die reißen irgendwie bei den Hausarbeiten die wichtigen Seiten aus den Lehrbüchern. Bei uns hat es gestimmt leider. Also wir hatten wirklich mal eine Hausarbeit, da gab es in der ganzen Bib 2 Kommentare zum WHG und innerhalb von 3 Tagen waren da die entsprechenden Seiten rausgerissen, wo ich wirklich dachte, ich habe nicht gedacht, dass sowas wirklich passiert. Aber an der Uni gab es solche Sachen, aber ich muss sagen, bei uns hatte ich das Gefühl, erster Tag Ref, wir waren die Überlebenden. Und wir waren eine Gruppe, die sich gegenseitig geholfen hat. Und das habe ich mittlerweile schon ganz oft gehört, dass dann anderer Wind. Klar, manchmal dauert es ein bisschen, bis man halt so integriert ist oder so. Aber ich finde, dieses Gegeneinander und Ellbogendenken habe ich im Ref gar nicht erlebt. Und ganz viele, ne, es kommen ja immer mal ehemalige Kursteilnehmer auch auf Kursfeiern und so, und die sagen wirklich, es ist viel angenehmer. Und ich glaube, das ist erst recht ein Grund, keine Angst vor Blamage. Vor allem sind die Gruppen klein. Also bei uns war die Gruppe halt irgendwie mit fehlenden Leuten, waren wir halt irgendwie 12 Personen. Also in Nürnberg, glaube ich, sind schon ein bisschen mehr, aber ich sag mal, also am Anfang für den Lehrgang würfeln die manchmal noch 2 Gruppen zusammen, dann sind das halt mal irgendwie 30, 40 und dann wird es geteilt, dann sind es halt so 20. Ich glaube bloß, nutzen Sie die Gelegenheit, weil es ist schon so, wer einen juristischen Beruf machen will, wird mit großer Wahrscheinlichkeit vor Leuten reden müssen. Ja, safe. Und das fand ich zum Beispiel bei uns ganz krass. Dann hat unser AG-Leiter, der war der Wahnsinn, der hat eine Plädierübung angeboten, weil wenn man dann bei der Staatsanwaltschaft ist, wird man da reingeschickt und man muss plädieren. Das ist so, da kommt man auch nicht drum rum und das geht ganz schön schnell. Und da hat er gesagt, Leute, wenn ihr wollt, ich biete das an, wer das möchte, kann plädieren. Und das Krasse war, ich glaube, von 40 Leuten haben sich da 3 freiwillig gemeldet. Und da dachte ich mir, ey Leute, ihr werdet das nächste Woche machen müssen. Und gerade wenn ihr Angst habt, dann macht das doch jetzt mal. Und ich verstehe, ich meine, klar, wir sind, glaube ich, Leute, uns ist das wurscht, wir sitzen jetzt auch hier und quatschen und uns ist nichts peinlich. Aber ich glaube trotzdem, nutzen Sie dann die Chance und quatschen Sie auch in der AG, weil das ist irgendwo doch immer noch ein sicherer Rahmen. Es kommt noch mal eine mündliche und ey, das Verrückte ist ja, man schreibt dieses zweite Examen, auf einmal ist man halt Volljurist und 3 Wochen später steht man bei Gericht voll. Und soll jemand verteidigen. Das bereitet halt auch vor. Also ja, ich muss sagen, also bitte machen, nicht... Ich habe meinen Strafrichter gefragt, ob ich nicht mal einen Zeugen roasten darf. Ich habe es freundlicher formuliert, ich kenne ihn aber auch schon, seit ich so groß bin. Und dann habe ich dann so gefragt, okay, ich war auch per Du, die mich so schwatzen aus, darf ich meinen Zeugen vernehmen? So, ja, das kriegen wir dann schon hin, das kriegen wir dann schon hin. Und dann leider hat es nie gepasst. Das hat er mich nie machen lassen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, gerade als Richter ist das nochmal eine andere Nummer als Staatsanwalt. Aber was cool ist übrigens, bei Gericht, wenn ihr da dann schon sitzt, ihr habt zwar keine Robe an, aber die Leute denken, wenn ihr schon drin sitzt, ihr seid der Richter. Und es ist schon spannend, wenn dann, bei uns war einmal, glaube ich, eine Schulklasse oder ein paar waren drin und voll ehrfürchtig und oh, sind Sie der Richter so nach dem Motto? Und ich so, nein, ich bin der Referendar. Ach, Praktikant? Nein, auch nicht, ich bin Referendar. Da noch ein Funfact, bei mir war mal das lustig, ich habe Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft gemacht und was ich nicht wusste, das war halt irgendwie ein Fall, der stand in der Zeit und keine Ahnung. Und dann laufe ich in dieser Robe aus dem Gerichtssaal raus, kam die Presse und wollte mich interviewen und ich so, nee, Moment, ich bin hier nur eine Referendarin, ich glaube, ich darf hier nichts sagen. Die wissen das ja nicht. Ja, aber Disclaimer, man darf wirklich nichts sagen. Also bei uns im OLG Nürnberg haben sie, also ich wurde im OLG eingestellt und da haben sie uns gesagt, ich glaub, ihr sprecht nicht mit der Presse, es gab jemanden, der hat absolut filmreifes Interview geliefert, auch alles richtig gesagt, alles super gemacht, aber war nicht befugt dazu. Das hat richtig Ärger gegeben. Das hat richtig Stunk gegeben. Ja, eine Bekannte von mir war die Ausbilderin. Also wirklich, nee, darf man da nicht. Aber das, ich wollte das jetzt eigentlich nur erzählen im Sinne von, das Verrückte ist, man hat Angst, sich zu blamieren. Ey, wenn ihr die Robe anhabt, seid ihr einfach irgendwie, ihr braucht keine Angst. Nee. Überhaupt. Sind Leute sehr ehrfürchtig. Total. Dann war die nächste Frage, welche Kommentare man denn braucht, ob eine ältere Auflage reicht. Es kommt tatsächlich erstens auf die Kommentare drauf an und zweitens darauf, ob ihr kommentieren dürft. Wenn ihr nicht kommentieren dürft, besorgt euch irgendeine alte Auflage und zum Examen so einen Juristenkoffer. Da muss man relativ zeitig dran sein. Da wir in Bayern kommentieren dürfen, schaut euch erstens an, welche Kommentare sind es. Zum Beispiel, ich habe eine Klausur mit einem 14 Jahre alten VWGO-Kommentar geschrieben. Hat hervorragend funktioniert, weil sich da nichts tut. Schaut euch auch die
Systeme der Kommentare so ein bisschen an. Manche sind besser, manche schlechter. Und wann die rauskommen, denn ich habe Kommentare echt ein bisschen zu viel gekauft, weil sie dann nochmal vom Examen kamen. Und zum Beispiel so ein paar Land kommt im Dezember, Januar raus, sowas. Wenn ihr im November schreibt, könnt ihr ihn einfach da schon kaufen, im Jahr vorher. Und dann entsprechend gleich kommentierend nutzen. Da entwickelt vielleicht auch ein System, wann ihr in den Kommentar schauen müsst als Verweisungsnorm und wann ins Gesetz. Ist natürlich so ein bisschen shady, überlegt euch da was. Ich wusste genau, ich äußere mich nicht näher. Ich wollte gerade sagen, mach das lieber nicht. Nein, Spahn. Also sowas würde ich niemals machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, was denn möglich wäre. Und die Frage ist ja immer, was ist systematisch und was ist schematisch. Genau. Ja, und ich glaube, viel hilft da auch, viel mit dem Kommentar zu arbeiten, weil ich kenne immer viele, die irgendwie den Kommentar so, den haben die im Regal stehen, benutzen den nie, und im Examen guckst du dann rein und findest nichts. Weil ich fand das krass, wie viel da so zu finden ist. Im HGB-Kommentar ist beim Handelsvertreter unglaublich viel Arbeitsrecht zur Kündigung, Kündigungsschutz drin. Oder ich fand, ich weiß es nicht mehr genau, im VWGO oder so, andersrum, im Strafrechtskommentar, glaube ich, ist das Prüfungsschema für die Verfassungsbeschwerde irgendwo mit drin. Und lauter so ein Zeug, also... Der Europarecht ist ganz viel in den anderen Kommentaren auch mit drin unten, also so die Rechtsharmonisierung und so weiter und so fort, das findet man da sehr, sehr gut. Aber halt nur, wenn man viel in den Dingern rumblättert. Das heißt, immer mitnehmen in die AG, immer reingucken, und dann ist auch so, dass man einfach schnell wird mit den Dingern. Also mich haben immer gesagt, wie findest du Sachen so schnell? Weil ich nichts weiß. Ja, unterstreichen auch. Ja. Gerade so diese Buzzword-Sachen. Und nehmt euch unbedingt fürs Examen dann auch genug Blabberle mit, weil ich habe mir die wirklich überall reingeklebt, wo ich Fundstellen hatte, und konnte danach... Weißt du, was da auch ganz wunderbar geht? Was geht da wunderbar? Die biegsamen Altmann Schmidt-Linie. Ja, klar. Kannst du schnell reinklemmen und umklemmen. Ja, aber wenn du da mal 20 Stück drin hast, das ist nicht so cool. Ja, und dann fällt es runter. Nee, Vorsitz sind schon gut. Vor allem, wenn man sich da ein System entwickelt und da auch verschiedene Farben nehmen kann, ist das super genial. Also zum Beispiel dann, das muss man halt einfach damit arbeiten, wie Nicole schon gesagt hat, so kommt da in das System rein, klebt da auch mal für eine Definition dann, wenn ihr im Examen seid, ich habe die Definition gefunden, orange rein und dann grün für ein Argument oder irgendwie sowas. Darf nicht zu kompliziert werden, aber es hilft extrem, vor allem bei einer 5-stündigen Klausur. Also diese Kommentare sind absolut Gold wert. Und wenn ihr das so macht, könnt ihr nicht falsch machen. Ja, und ich würde sagen, also gerade jetzt am Anfang vom Ref, wenn man die ersten kauft, Vorauflage, von mir aus auch Vorauflage, weil so die Welt ändert sich jetzt nicht in ein, zwei Jahren, und sonst gibt man... Außer es hat sich natürlich ein Gesetz geändert. Klar, ne, jetzt irgendwie, wenn die komplette Beibo sich geändert hat oder so, aber ansonsten... Ne, gibt es ja keinen Kommentar. Stimmt. Stimmt, ja, Beibo gab es nicht, mein großes Problem. Aber ansonsten, glaube ich, kann man da erstmal die Vorauflage holen. Und jetzt gerade auch mit dem, wann die dann erscheinen, weil das hat mir zum Glück, weil ich bin ja noch in Buchladen gegangen, um sowas zu kaufen. Und das war total cool, weil der gleich gesagt hat, ach, sind Sie Referendarin, passen Sie bitte auf, nehmen Sie den nicht, weil da kommt nämlich nächste Woche der neue, und den gibt es nur alle 2 Jahre. Das heißt, der reicht dann auch für Ihr Referendariat. Also ich glaube, da lohnt sich, oder von mir aus auch beim Beck Verlag mal anzurufen, wirklich zu sagen, teilweise kommen die jedes Jahr, teilweise alle 2 Jahre und so. Und wenn man da einmal am Anfang sich ein bisschen einen Überblick verschafft, weil ich hatte dann, glaube ich, den einen Kommentar fast wirklich über ein Jahr vorm Examen und habe dann das Jahr damit gearbeitet, und der war noch aktuell beim Examen. Und das ist natürlich genial, weil viele die letzten 2 Monate wahrscheinlich vorm Examen damit verbringen, ihre Kommentare umzukommentieren. Ey, und das macht null Spaß. Nee, damit dann gleich arbeiten. Ich habe auch keinen einzigen Kommentar umkommentiert. Ich habe sie einfach angefangen, neu zu kommentieren. Wo kommt man hin? Wo sind öfter Fundstellen? Ganz wichtig, wo wir gerade bei Büchern sind. In Bayern ist Steuerrecht recht wichtig. Dieses blöde Steuergesetz war bei uns ausverkauft. Es kommt immer das Vorjahr dran von dem Jahr, in dem man Examen schreibt. Also dadurch, dass ja der Besteuerungszeitraum praktisch vorher ist. So, du bist schlau. Es kommt immer das Vorjahr dran, und dann kann man auch das Gesetz vom Vorjahr nehmen. Oft, beziehungsweise fast immer, ist es so, dass man auch das Aktuellste nehmen darf. Allerdings, für mich war es saublöd, weil ich habe das Gesetz nicht mehr hergebracht, war überall ausverkauft. Also wirklich überall. Der Steuerrechtslehrgang war, und das Neue war noch nicht da. Und dann hast du einen Steuerrechtslehrgang ohne Gesetz, kannst du dir das ESTG ausdrucken, und die AO, die bleibt zum Glück gleich, aber das ESTG ändert sich.
kümmert euch da rechtzeitig drum, kauft es normal, notfalls zweimal. Und wichtiger Disclaimer, auch für die mündliche aktuelle Gesetze beihaben, eine Kommilitonin von mir hatte nicht das aktuelle Steuerrecht, hat dann das vom Prüfer bekommen, weil da eine Spezialnorm drin stand und der hat sich erstmal gescholten dafür, was ihr eigentlich einfällt, nicht mit dem aktuellen Gesetz zu kommen. Sorry, aber da muss ich sagen, zu Recht. Ja, ich meine, scheiße, man denkt halt nicht mit, aber... Ja, also ich hatte Steuerrecht gar nicht dabei. Aber zum Glück nichts passiert. Ja, und ich hatte Arbeitsrecht gar nicht dabei. Und ist mir auf der Fahrt dorthin eingefallen, don't do that, es beruhigt euch nicht gerade. Ja, nein, ist echt blöd. Ja. So, dann geht es jetzt dann weiter mit Teil 2 auf dem jeweils anderen Kanal, wo das hier erschienen ist. Deswegen schaut da mal rüber und dann ganz, ganz viel Spaß mit Teil 2. Bis dann. Bis gleich.